Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal das Let's Play mit Risen. Risen. Egal. So, ja, bei Divinity 2 habe ich jetzt gerade aufgenommen. Und da war das Problem gewesen, dass ich aufgenommen habe. Aber auf einmal habe ich mitbekommen, dass mein Mikrofon kaputt ist von meinem Headset. Ja, das hat es wahrscheinlich einen Umzug nicht überlebt. Da bin ich natürlich gleich runter, habe mir erstmal ein billiges gekauft. Da wird natürlich auf jeden Fall noch ein neues kommen. Deswegen, die Sprachqualität ist nicht mehr so besonders, aber dafür lauter. Das ist schon mal klar. So, Nuggets und das neue Projekt, wie gesagt, ist dieses Risen. Ich sage einfach immer Risen. Das war dieses Spezialprojekt, was ich mir vorgenommen habe, weil Risen 2 wird natürlich auch bald Let's Played. Das ist klar. Und das nächste wird dann noch Fable sein. Aber in erster Linie tun wir erstmal uns um dieses Risen kümmern. Neues Spiel. Wirklich ein neues Spiel starten? Aber natürlich. Quests, die du angenommen hast, kannst du in ein Tagebuch ansehen. Ja, und bei Divinity 2 habe ich jetzt natürlich, ich glaube, 1,5 Stunden oder so waren es aufgenommen. Die Folgen sind natürlich jetzt Müll, weil man mich versteht. Also überhaupt nicht. Das ist immer so ein Kratzen. Ja, wenn ihr wollt, kann ich die Folgen trotzdem mal separat noch mit als Spezial hochladen. Aber wir werden da bei Divinity 2 irgendwo anders starten, zumindest auf einer Insel. Wo wir am Anfang auch schon sehr viele Probleme haben. So, hier lädt das ja schon ordentlich. Das hätte ich vielleicht mal im Voraus machen sollen, dass da hier schon mal... Ups, jetzt muss das Mikro kommen. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen, einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Nada und willkommen. Oh. Willkommen nun auf der Insel. Hier haben wir schon eine Goldmünze. Ja, das Let's Play wird sich natürlich so gestalten, dass wir. Ich muss mal hier ein bisschen leiser drehen. Ich hoffe, das haut dann hin mit der Lautstärke. Dass wir erstmal alles erkunden werden, hier größtenteils. Und versuchen, alles Mögliche, was es eben gibt, mitzunehmen. Zum Beispiel Muscheln oder sowas. Wir versuchen da wirklich... Grog ist immer gut. Rum auch immer. Und alles eben mitzunehmen aus diesen Let's Plays. Deswegen, es wird sich eben ein wenig in die Länge ziehen wieder. Weil ich wieder versuche, alles Mögliche hier rauszuholen und alles so auszuprobieren und bla bla bla, wie es eben so bei mir immer ist. Oh! Haben wir denn eine Waffe? Wir haben keine Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Können wir denn hier irgend so einen Knüppel nehmen? Heiltrank. Kein Lebenszeichen mehr. Ein Hering, nimm mal mit. Das arme Schwein hat es nicht geschafft. Ein Ring. Da machen wir gleich mal eine Einstellung. Und zwar bei den Ton. Die Sprache
Das können wir noch ein bisschen hintermachen. Und die Musik, die ist in Ordnung. Effekte auch in Ordnung. Gesamt okay. Nun gut, wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Waffe, dass wir ja erstmal diesen Gegner besiegen, der da hinten schon ist. Hier haben wir noch Goldmünzen. Eine Wein. Ein Ei. Goldmünzen. So, kommen wir denn hier weiter raus? Kann man denn springen? Lass mich runter. Okay, das scheint, dass wir da auf jeden Fall schon mal nicht vorbeikommen. Die Leichen wurden jetzt weggeschwemmt. Und hier haben wir doch einen Knüppel. So, da muss ich erst mal gucken. So, jetzt haben wir den Knüppel ausgerüstet und den Ring können wir ja auch ausrüsten. Aber wir haben doch einen Knüppel, warum kann er den nicht ausrüsten? Jetzt hat er ihn ausgerüstet. Na gut, so geht das doch schon mal gut voran. Hungriger Seeigel. Ah, da ist gleich schon noch einer. So. Kein Lebenszeichen mehr. Wir nehmen natürlich alles mit. Die Muscheln, ich glaube, die Muscheln könnte man oder kann man dann später öffnen und da gibt es dann Perlen, die man dann für gut Geld auch wieder verkaufen kann. Mal gucken, ob wir hier noch ein paar mehr Muscheln finden. Da hinten ist doch noch eine. Ah. Lass uns doch in Ruhe. Geh. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Let's Play jetzt angefangen. Also eigentlich, ich habe noch gar nicht angefangen zu spielen, sondern gleich eben angefangen mit dem Let's Play. Weil, ja, wir können ja auch alles zusammen erkunden. So, jetzt gucken wir mal wegen den Muscheln. Die können wir doch bestimmt irgendwie öffnen. So, nicht? Zu holen. Erhalten eine Perle. Oh. Nichts. Okay. Da ist eine Hornmuschel, eine Flöte. Es gibt Menschen, die können damit umgehen. Ich gehöre nicht dazu. Da brauchen wir natürlich noch ein paar mehr Muscheln, dass wir vielleicht noch ein paar Perlen finden. Gehen wir mal hier hin. Muschel. Hier haben wir auch noch eine. Hier haben wir auch noch eine. Kein Lebenszeichen. Oh, ein Jagdmesser. Das werden wir natürlich gleich mal anziehen. Eine Fackel. Und noch eine Muschel. So, dann gehen wir mal zurück und... Statt da kommen wir hoch. Und gucken mal, was diese Dame da zu tun hat. Oder warum die da so rumliegt. Vielleicht können wir der ja irgendwie helfen. Hallo. Sie atmet noch.
alles in Ordnung? Ich denke schon. Was ist denn bloß passiert? Das war dieser schreckliche Sturm auf See. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Wo sind wir hier? Hab ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut. Ja. Wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. Okay, ich guck mich aber noch ein wenig um. Dass wir vielleicht hier noch, hier haben wir noch einen Knüppel. Vielleicht noch Muscheln oder sowas finden. Aber scheint hier nichts mehr zu sein. Hinten war ja wie dieses Monster. Hier haben wir, glaube ich, noch einen Knüppel. Nee. Hier haben wir noch eine Muschel. Vielleicht können wir die dann noch ordentlich zu Geld machen, wenn wir da schön die Perlen rauskriegen. Gucken. Na, so wollte ich das nicht. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. Oh. Das ist ja gemein. Nur eine Perle. Naja. Na los. Lass uns losgehen. Lass uns losgehen. Gut. Ich folge dir. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, da hinten im Wald hat sich was bewegt. Zieh besser deine Waffe. Nee, Mädel. Wenn ein Gegner auf mich zukommt, renne ich einfach weg. So. Ja, Mädel, du verfolgst mich ja. Mana-Pflanze nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen alles erkunden hier.